Yo, yo, yo und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront. Heute spielen wir Helden vs. Schurken. Ich weiß nämlich genau selber nicht, nein, ich habe mich gerade konzentriert, um einen richtigen Charakter zu kriegen, und Leia ist auf jeden Fall jemand, den man mal annehmen kann, definitiv, aber heute spielen wir auf der Seite der Rebellen, ja. Und mal wieder Helden vs. Schurken in der nächsten Runde. Kommt dann mal was anderes vorher, schafft Gefecht etc. Gefecht müsste dann nochmal kommen. Oder ja, Fracht regt mich auf. Heldenjagd spielen wir auch nicht. Wendepunkt eventuell. Wieder keine Musik. Jetzt müsste sie kommen. Ja, ich auch. Okay, der attackiert. Und ich bin dann natürlich der, der hier dafür sorgt, dass Vader im Prinzip überhaupt gar keine Chance hat. Vader hat echt gar keine Chance, hatte echt null Chance, ist sofort down gegangen. Da ist der Imperator. Das ist lächerlich, dass der Imperator flieht. Er wird sich jetzt hochheilen. Die Pussy schlechthin wird sich hochheilen. Und was ist nötig? Was immer nötig ist. Hallo? Oh, der hat sich selbst weggebombt. Wie viele kommen denn da hier an? 50.000 Typen. Kommen einfach mal angelatscht. Denken sich, ja. Es kann doch nicht wahr sein. Ich gehe hier nur auf die KI. Das ist aber doch lächerlich. Das war... Da kommen sie hier angekammt. Ich meine, wie viele sahen da? 6, 7, alle... Wie so eine Maschine. Ganz ehrlich, aber okay, wir haben immerhin 7 Kills. Aber ein Down. Einfach mal testen. Detonator. Da ist direkt mal Darth Vader. Ich gehe hier aber mal hier hin. Ja. Imperator kriegt irgendwie ein bisschen was ab. Jetzt kriegt er noch einen Detonator an Po. Sehr schön. Da ist der Imperator. Ja, okay, ich hab aber ihn, auch ihn hab ich verwundet. Ehrengarde dann dazu noch. Alle weg. Ja. Sehr schön. Jetzt komm. Ja, okay. Ist Leia ist immer gut. Da bleibt Blaster. Er hetzt echt überhaupt nicht schnell. Kann richtig lange schießen, aber es ist die E11, nicht die A82C, wenn ich mich richtig entsinne. Heißt das, dass die E11 krass ist, oder heißt es, dass sie Bullshit ist? Ihr seid am Ende eures dunklen Weges angelangt. Ja, das ist er. Wo ist er? Ernsthaft, dass ich von einem Detonator so viel eingeschenkt kriege? Ernsthaft. Ich fahre mal ein Schutzschild aus.
Versucht es. Das könnte nützlich sein. Ja, sehr schön. Stark gelöst, wieder mal. Und ich nehme jetzt einfach Folgen auf. Ist mir jetzt egal, ich nehme einfach Folgen auf. Ich produziere jetzt einfach unendlich viele Folgen. Und ja, es sind, glaube ich, schon eine große Menge an Folgen, die ich hier produziere. Ich schaue gleich mal nach, nicht, dass jetzt auf einmal die Festplatte... Okay, ich mache, bis die Festplatte voll ist. Das ist noch ein bisschen. Habe ich noch ein bisschen Time. Noch ein paar Folgen haben wir da noch parat. Was? Ach komm. Aber jetzt macht das Spiel auch Spaß. Heute macht auch Plants vs. Zombies Garden Warfare hat mir heute sehr viel Spaß gemacht, sehr viel Spaß bereitet. Weil ich da jetzt nicht immer gut war, aber insgesamt. Schade. Vader ist weg. Einfach abschießen, den alten Mann. Ja, einfach. Einfach. Ich weiß noch. Bevor hier ich eine interne Festplatte in die Ave Media eingebaut hatte, hatte ich so viele auf Fehlaufnahmen. Jetzt gar keine einzige mehr. Seit irgendwie 20 Folgen kann ich keine Fehlaufnahme mehr. Das ist für mich schon krass gut. Komm, der kann vom Detonator auch mal weggehen. Dass der zu traurig ist, hier mich wegzuholen. Aber okay, A280C haut auch rein. Und das Spiel macht, bockt jetzt auch richtig hart. Was? Wieder mal Bug? Das kennen wir schon. Hatte ich gerade eben auch. Jetzt haben wir die Attacke wieder. Ishi-Tipp. Hier kann ich... Oh, scheiße. Oh, auf einmal bin ich wieder ganz unten. Was ist da los? Sehr schön! Und jetzt ist mal was möglich. Han Solo ist ein sehr guter Spieler. Serververbindung ist aber doch soweit okay. Die braucht nicht unbedingt laut brüllen, Schild aktiviert. Reicht, wenn sie das Schild aktiviert hat. Imperiale Strolche. Wieder hat auch die erstmal vom Prinzip her nichts gebracht. Ich rück jetzt vor. Doch, gibt es. Hier müssten sie sein. Han Solo ist ja auch jemand, der sehr, sehr mächtig ist. Ja, hier ist irgendwas los. Hallo, ich will jetzt hier beim Kampf teilnehmen, verdammt! Kann doch nicht wahr sein, Mann! Ich latsche hier nur im Kreis und er kann nicht springen. Was ist das? Ja, ich will auch nicht nur sinnlos rumlatschen. Da, endlich. So, und wenn er mit dem Imperator gut spielen kann, dann ist er ja auch gut. Dann ist der Imperator auch ziemlich gut. Aber ich treffe den Typen... Ich treffe ihn nicht. Ich treffe den Imperator nicht. So, jetzt geh weg, Imperator. Tschüss. Und das ist Han Solo. Das ist Boba Fett. Aufwachen, Leute. Verdammt, wo ist er? Wo ist Boba Fett? Kann nicht sein. Wo ist der? Da. Du kriegst Ärger, stark gelöst! Ich war der Einzige, der noch da war. Dann. Am Ende habe ich den dann Imperator und weggeholt. Han Solo ist halt auch extrem OP. Wir müssen Luke und Leia beschützen. Und Han Solo.
ist ja nicht so, als wäre das 50.000 Mal der Sinn dieser Aufgabe gewesen. Imperator kann nichts machen. Kommt er jetzt, wenn er von da hinten rumkommt, dann wird er verlieren. Ah. Das konnte man in dem Fall echt nicht erkennen. Ploder. Nochmal ein Ploder. Oh Mann! Auch der ist down gegangen. Ich weiß nicht wie. Durch meine bloße Anwesenheit ist er down gegangen. Ah, jetzt habe ich den Ploder verloren. Er muss doch weg sein! Kann doch nicht wahr sein! So. Ich meine, wie viel habe ich dem denn auch gegeben? Genügend. Darth Vader kassiert nicht. Nein, Darth Vader Abschuss bestätigt. Auch ein ganz netter Modus für meine Begriffe. Also ich nehme an diesem Tag, ich nehme auf ohne Ende. Ich habe jetzt schon irgendwie 8 Folgen produziert. Ja. Und irgendwann, so langsam schwindet meine Konzentration auch, aber ich will immer mehr aufnehmen. Nein, nach der Folge mache ich, glaube ich, erstmal einen Cut. Du hast keine Chance. Das kann ich auch, mein kleiner grüner Freund. Ja, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Ich gehe hier drüben rum. Ich auch. Was ist das? Wie episch ist es? Wie episch war das denn bitte? Richtig geiles Duell. Das ist ja wohl das epischste, was ich hier in meinem Leben da gesehen habe. Und er heilt sich erstmal hoch, die Passi. Jetzt geht er wieder dahin. Aber er hat keine Chance. Er hat keine Chance. Er wird verlieren. Er wird kassieren und er ist weg. Okay, damit bedanke ich mich für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Star Wars Battlefront. Bis dann, Leute. Ciao.